Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt 30.de mit einer Rückschau auf die Kalenderwoche 20 und dem Ausblick für die Kalenderwoche 21. Nun denn, die Differenz zur Vorwoche plus 179 Punkte, wir haben in der Woche zuvor bei 12.059 den Handel beendet und jetzt am Freitag bei 12.238 und besonders der Dienstag, Mittwoch und Donnerstag hat dafür gesorgt, dass dieses Plus zustande kam. Gegenüber dem Vormonatsschlusskurs sind wir allerdings immer noch 105 Punkte im Minus, denn wir haben hier am 30. April bei 12.344 geschlossen und da sind wir noch einen Tick drunter. Ja, der Pivotpunkt am Montag 12.220, der kommenden Woche 12.131 und der des Monats verbleibt bei 12.133. Wir haben, wie man sehen kann, deutlich an Volatilität hinzugewonnen. Das zeichnete sich auch schon in der Woche zuvor ab. Wenn wir uns diese beiden Vola-Marken anschauen der Wochen zuvor, dann wird das deutlich und das hat einen Grund. Und den werden wir heute mal ein bisschen genauer beleuchten. Beginnen wir mal mit diesem Tageschart, der eigentlich auch schon alles aussagt. Eigentlich könnte man den Ausblick hier beenden, wenn man sich die Marken einprägt, denn die sind alle samt und sonders wichtig, also zumindest die sichtbaren hier. Und es wird klar, was wir hier haben. Anstiege 500 Punkte Korrektur, Anstieg 500 Punkte Korrektur, Anstieg 500 Punkte Korrektur. Also um und bei jedenfalls. Habe ich ja in den letzten Ausblicken auch gesagt. Und die 11.850 ist nun endgültig zur Mob-Marke geworden und das ist ja auf anderen Kanälen dann in der letzten Woche auch als die News des Tages propagiert worden. Sei es drum, wir gehen auf diese Marken noch weiter ein. 11.850 ist jetzt nach unten die absolute Mob-Marke. Wir haben hier von unten kommend am 19.03. war das, genau, am 19.03. einen Anlauf gemacht. Wir sind hier per Gap drüber gesprungen, was DAX ja gerne macht an einer bedeutenden Marke. Das heißt, wir haben hier dann einen Aufsetzer gehabt, einen weiteren und noch einen und noch einen und noch einen. Und wenn wir den hier, den ersten Anklopfer, mitzählen, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Aber es ist jetzt ein Vierfachboden und damit eine Mob-Marke. Mob bedeutet Make or Break. Und zur Oberseite haben wir derer auch eine. Das ist hier das Hoch vom Freitag, dem 3.5. Das war 12.435, glaube ich, schauen wir uns gleich noch genau an. Es ist aber tatsächlich die 12.440, die da Mob-Marke nach oben ist. Und das ist die Range, in der DAX sich jetzt beweisen muss. Und ein ganz besonderes Augenmerk als Signalgeber ist auf die 11.938 zu richten. Das wird hier in diesem Chart nicht deutlich, aber ich komme da noch drauf. Ja, wie gesagt, sollte sich dieser Reigen hier fortsetzen, dann ist das Ziel eigentlich so um und bei 13.000, ein Tick höher, liegt also bei, das ist gar nicht mal ein Tick höher, kleine Sekunde mal, das können wir uns genau angucken, 12.946, also mit ein paar Pünktchen mehr ginge es dann um die 13.000, sofern sich diese Geschichte hier fortsetzt, was ich nicht unbedingt erwarte, also jedenfalls nicht zwingend. Gut, gehen wir mal in die kleinere Zeiteinheit der 3-Stunden-Chart, da sehen wir wieder die 11.850 und das ist hier der Anstieg seit Dezember-Tief 10.279. Ein immer noch blitzsauberer Kanal, der hier auch nur einige Ausflüge machte, um die 11.850 nochmal zu bestätigen. Und damit weigert sich DAX eben, dieses Scheunentor-Gap zu schließen. Das soll uns wahrscheinlich signalisieren, wie bullisch die Geschichte ist und ob sie es ist, werden wir in der kommenden und der darauf folgenden Woche sicherlich noch erleben. Ja, ansonsten, wir sind, wenn wir uns die Anstiegsstrecke, da ist es ja 12.435 war das letzte Hoch, und die eben gezeigte 12.440, die kommt nämlich aus dem Wochenchart, den schauen wir uns etwas später auch noch an. Und ich hatte in der letzten Woche gesagt, es könne sich hier um eine SKS-Formation handeln. Wir haben, da habe ich glaube ich im Blog noch geschrieben, das wäre die kleinste Stummelschulter, die ich jemals gesehen habe. Wir haben ja hier eine Schulter, einen möglichen Kopf. Dann ging es nach oben bis zu dieser
Marke hier, das ist die 12.040 gewesen. Und dann ging es, ich ziehe das mal ein Stück auf, damit es deutlicher wird, dann ging es erneut hinunter zur 11.850 und ja, da hätte man schon denken können, das ist hier eine Minischulter und jetzt rauscht es ab. Aber dann kam ja der Mittwoch und ein Tweet von Herrn Trump. Und der kam eigentlich nicht nur für den DAX, sondern auch für die US-Indizes genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das war eine halbe Stunde nach Markteröffnung, wo er dann eben sagte, die Autozölle würden um sechs oder die Entscheidung darüber würde um 6 Monate verzögert werden. Ja, und die Reaktion sehen wir hier. Das war der erste Impuls. Dann ging es hier über die 12.040 rüber. Das ist die nächste 3-Stunden-Kerze gewesen. Und von dort aus gab es dann am Donnerstag den nächsten Lauf nach oben. Und das war natürlich nicht zuletzt auch der 12.150 geschuldet. Denn dort lag zum Verfall die mit Abstand größte Call-Position. Und ich hatte in den Tagen zuvor im Blog gesagt, das wird ein ganz interessanter Bereich, denn es könnte schon sein, dass wenn die 12.150 überschritten wird, dass dann die Stillhalter zum Hedgen gezwungen seien, sofern sie es nicht schon sind oder waren, und dann sich dieser Anstieg beschleunigen könnte. Und möglicherweise haben hier die Bullen auch oder interessierte Kreise extra gepusht, um eben drüber zu kommen. Wir haben nämlich gesehen, dass am Freitag um 13 Uhr nochmal, oder mit der 13 Uhr 3-Stunden-Kerze, nochmal die 12.150 angelaufen wurde. Ja, und wie das jetzt in der kommenden Woche weitergeht, schauen wir uns an. Das machen wir dann im 4-Stunden-Chart. Dort ist nämlich die Wolf-Wave, die wir seit einigen Wochen beobachten, noch immer nicht gestorben. Das wird sie am Freitag, dem 24.05. sein. Also dann stirbt sie zumindest den technischen Tod, denn da haben wir endgültig den Apex-Punkt, also wo sich die untere Trendlinie und die obere Trendlinie schneiden. Und dort ist dann eben technisch diese Wolf-Wave gestorben. Wenngleich, das muss ich eben dazu sagen, wir haben mehrfach erlebt, dass auch nach diesem Apex-Punkt dann plötzlich eine Druckentladung in Richtung Ziellinie kam. Aber das war eben einfach nur die Information, die läuft also noch bis 24.05. Ansonsten sind die Punkte hier sauber angelaufen worden. 1, 2, 3, 4, 5 Ausbruch. Dann hat es an der oberen Keillinie gearbeitet eine Zeit lang. Es ging deutlich in den Überschussbereich hinein, hinunter. Und diese Kerzen habe ich ja schon im letzten Ausblick und im vorletzten, glaube ich, gezeigt. Sauberer Aufsetzer. Dann Kampf um die obere Trendlinie. Nochmal wieder ein Aufsetzer hier unten. Und dann ging es eben am Donnerstag und am Freitag nach oben heraus. Damit ist der DAX noch nicht in trockenen Tüchern, denn er hat das letzte Hoch 12.435,8 zu überwinden. Und ich habe ja schon die 12.440 aus dem Wochenchart genannt, die wir uns noch anschauen werden. Das ist mit Sicherheit mit ein Grund gewesen, warum es hier nicht weiterging und mit einem deutlichen Gap Down die Tiefs testete, beziehungsweise eigentlich die Gefahr mit sich brachte, dass diese Wolf-Wave zündet und auf ihre Ziellinie läuft, die im Bereich 11.170 liegt, also deutlich tiefer. Ja, am Montag haben wir, sofern diese Wolf-Wave noch eine Rolle spielen kann, darf, soll, die obere Trendlinie bei 11.980, die untere bei 11.926 und fast mittig haben wir das letzte Retracement vor dem letzten Hoch bei 11.926, also das 23.6. Ansonsten ist das hier, wie in dem Chart zuvor, die Strecke des Dezember-Tiefs zum Jahreshoch 2019. Wenn wir nun mal in den Tageschart schauen, dann sehen wir, dass diese Aufwärtsbewegung neben dem Tweet von Herrn Trump auch zusätzlich noch von der roten 50 SMA gestützt wurde. Die habe ich ja im letzten und vorletzten Ausblick schon genannt, denn sie hat hier, als sie nach oben wieder eindrehte, den DAX gestützt. Sie hat es hier dreifach getan und jüngst eben auch zweifach hier. Das ist der 13.05. gewesen und der 14.05. und am Mittwoch der abgelaufenen Woche ebenfalls nochmal in Verbindung mit der 11.850. Und das heißt, wir haben hier aktuell einen
MOB-Bereich bestehend aus 11850 und der roten 50 SMA. Und wenn wir uns diese FIBO-Strecke hier mal anschauen, dann sehen wir hier die Dezember-Tiefs, das ist das Allzeithoch, Dezember-Tief zum Jahreshoch 2019. Und wir sind ja hier kapital gescheitert zunächst einmal, und das hatte ich ja vorher avisiert. Ich habe einen Ausblick gemacht und habe eben gesagt, wenn das hier, wenn sich diese Geschichte wiederholt, das war auch der erste Chart in diesem Ausblick, dann sind 500 Punkte abwärts zu erwarten, und die gab es ja auch. Und DAX wird nun eben erneut, sofern er sich nach oben arbeiten kann, wieder mit dieser Zone auseinandersetzen. Das ist also hier der bärenletzte Ausfahrt in der großen Strecke, Allzeithoch zum Dezembertief bei 12.330. Es ist das Allzeithoch aus 2015 bei 12.391 und es ist die letzte begrenzende FIBO im Wochenchart vor dem Allzeithoch bei 2440. Und dann haben wir hier noch das Doppeltop vom 21. und 27. September 2018. Da sind die beiden Vögel. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Die müssen wir auch noch mit reinnehmen. Das ist nämlich das Jahreshoch aus 2019. Wir haben hier 5 Marken auf nur 128 Punkte verteilt. Und ginge es dort durch, dann ist es eigentlich eine ausgemachte Sache, dass wir bis 12.597 laufen. Das ist das Hoch vom 28. August 2018. Hier ist es. Und sofern auch das überwunden wird, dann kann es eben zum letzten begrenzenden FIBO 12.814 laufen, bevor der DAX sich möglicherweise in Richtung Allzeithoch auf die Beine macht. Ja, das bedeutet, zunächst einmal ist das hier alles bullisch einzuschätzen. Das sind 1, 2, 3 kraftvolle Tageskerzen gewesen, die am Freitag, ob wir die ernst nehmen müssen, weiß ich noch nicht, denn wir haben schließlich Verfall gehabt. Aber der Spaß beginnt bei 12.330, ab dort wird es interessant, und das sind dann eben die Stationen 12.330, 12.391, 12.436, 12.440, 12.458. Und wenn er dort durchkommt, sagte ich ja schon, dann bleibt es bullisch. Bricht aber diese Zone hier unten, das sind einige Marken, es beginnt bei der 11.938, 11.927 und 11.850. Wenn dieser Bereich, diese rote Zone hier verloren geht, dann ist das hier im Grunde nur eine Zwischenerholung gewesen und es gibt einen weiteren Abflug nach unten. Und das, was hier zwischen passiert, das ist in der Tat, auch wenn es dann einige Punkte sind, aktuell zumindest Niemandsland. Hier sind keine gewichtigen Marken, wo ich sagen würde, daran können wir uns aufhängen. Also insofern würde ich sagen, über 12.330, wenn der DAX dort mit Kraft hineinstößt und diesen Bereich 12.391, 12.400 angeht, dann kann man über Long nachdenken. Es ist aber auch gleichzeitig legitim, hier einen Short zu legen, wenn man merkt, dass so eine Bewegung langsam ermüdet. Aber ansonsten verhältnismäßig schwierig im Moment eine Aussage zu machen über Long oder Short. Wir wissen alle, dass wir im Moment extrem politische Börsen haben. Dazu muss ich nicht weiter ausführen, aber es ist vollkommen egal, ob es nun Autozölle sind, ob es der Iran ist, der Handelskonflikt mit China, wo Herr Trump sagt, wir haben neue Gespräche vereinbart und China meldet zurück. Davon wissen wir gar nichts. Also es ist ein ziemliches Chaos im Moment. Und ja, insofern muss man sich vielleicht an den großen Marken orientieren und die habe ich hier gerade genannt. Ja, dann schauen wir noch in den DAX-Wochenchart. Der beginnt hier am Tief 2016 bei 8.696 und machte ja die Strecke aufwärts zum Allzeithoch 13.597. Und von dort aus ging es dann eben runter zum Jahrestief oder beziehungsweise zum Tief im Dezember, und seitdem hat es eine deutliche Erholung gegeben. Und ich sagte eben, wir haben hier einen möglichen Aufwärtskanal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Auflagepunkte. Und das könne, sofern dieser Ausbruch aus dieser
möglichen Flagge gelingt, eine Bullenflagge sein und somit eine A-B-C-Bewegung, deren Ziel dann irgendwo im Bereich 15.000-15.100 liegt. Wenn wir uns die Strecke anschauen seit diesem bedeutenden Tief aus 2016, 8.696, zum Allzeithoch, dann sehen wir hier die zum Beginn und auch zwischendurch genannte 12.440 aus dem Wochenchart. Das ist das letzte begrenzende Fibo aus Wochensicht, bevor das Allzeithoch angelaufen wird. Und wir wissen, dass die letzte Bewegung, bevor wir eben diesen 500-Punkte-Move nach unten hatten, war eben 12.435. Das heißt also nur 5 Punkte unterhalb dieser wichtigen Fibo gab es auf den Kopf. Und das wird jetzt eben, weil die 12.440 ist ja auch Bestandteil dieser 128 Punkte hohen Zone, die ich hier genannt habe. Dort ist der Wochenchart nochmal angefügt. Das heißt, diese Marke ist wichtig und nicht weit entfernt. Das sind also nur noch 240 Punkte. Und sofern DAX dort drüber kommt, ist aus Wochensicht das Bärenterrain, das mögliche Bärenterrain, was wir hier beschritten hatten, wieder verlassen. Denn wir haben ja immerhin diese Strecke 8.696 zum Allzeithoch zu rund 61% konsolidiert. Das ist so ziemlich das letzte Fibo, was noch akzeptabel ist aus Bullensicht. Aber da hat es dann ja eben auch eine entsprechende Reaktion nach oben gegeben. Wir waren 300 Punkte tiefer, aber das eben auch nur mit einer langen Lunte. Also da hat es nicht wirklich jetzt einen kapitalen Wochenschluss drunter gegeben. Und insofern ist die 12.440 aus Wochensicht, wer also langfristig unterwegs ist, eine MOB-Marke. Und darauf ist zu achten. Wochensicht oberhalb wird das Allzeithoch Ziel. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einer Sache, die die Bären vielleicht ganz gerne sehen wollen. Wir haben ein 5-0-Pattern. So ein 5-0-Pattern sieht kompliziert aus. Ich habe es irgendwann mal vor vielen Ausblicken schon erklärt. Ich mache es jetzt nicht mehr in der ganzen Länge, aber es beginnt eben mit dem Punkt 0 an einem markanten Tief. Punkt X ist dann das Hoch und der Punkt A ist praktisch der erste die erste tiefere Konsolidierung nach einem großen Anstieg. Und der Punkt B, der erreicht werden muss, der sollte, was jetzt diese Strecke angeht, die 113% bis 161,8% Ausdehnung dieser Strecke machen. Das ist passiert. Und ausgehend von der B gibt es die Tiefe C. Und der C-Zielbereich definiert sich aus dieser Strecke, also von diesem Tief zu diesem Hoch. Und dort soll es die 161,8 bis 223,6 Ausdehnung machen. Auch das ist wunderbar mittig in diese Zone gelaufen. Und von dort aus hat es jetzt einen Anstieg gegeben. Und da dies hier kein bullisches 5-0-Pattern ist, sondern ein bärisches, geht es nach Lehrbuch so, dass an der C eine Aufwärtsbewegung zur D stattfindet und die soll in den Bereich 50 bis 61,8% der großen Strecke B nach C laufen. So, und die B haben wir hier gehabt, das ist das Allzeithoch gewesen, 13.597. Und das C ist die 10.279 gewesen, nämlich das Dezember-Tief. Ja, und insofern haben wir hier eine Punktlandung, also diese kleinen Ausreißer oben und unten, die darf man im großen Zeitrahmen, und das ist der große Zeitrahmen, denn der Punkt 0 hier, das lag noch in 2016, nicht ganz so punktgenau nehmen. Aber es bedeutet, dass die 11.938 eine wichtige Marke ist. Denn so ein 5-0-Pattern nach Lehrbuch wird short genommen, sobald die 11.938, also die 50%-Marke, wieder unterschritten wird. Proaktiv zu handeln, also zum Beispiel zu sagen, ich gehe jetzt an der 12.330 short, ist nicht sinnvoll, weil die zu erwartende Abwärtsstrecke bei einem bärischen 5-0-Pattern, die ist nur legitim unterhalb der
50% Fibo-Marke dieser Strecke und die ist zurzeit, wie wir sehen, noch überschritten. Aber sollte DAX sich an der 12.440, das ist ja das 23er Retracement aus dem Wochenchart, sollte er hier sich erneut den Kopf stoßen, vielleicht einen Doppeltop ausbilden und unter die 12.330, sofern er sie dann überhaupt überwindet, das wissen wir ja noch nicht, wieder nach unten laufen und in den Bereich 11.938 kommen, dann ist Obacht angesagt. Denn deswegen sagte ich ganz zu Anfang, dieser Chart ist eigentlich wichtig. Hier ist die 11.938, das ist also die 50% Marke und hier ist unser Vierfachboden 11.850. Und das ist ja ein kleiner Bereich. Das sind mal gerade 88 Punkte. Das heißt, diese 88-Punkte-Zone, sofern DAX hier über die 12.440 nicht rüberkommt, wird enorm wichtig. Aus zweierlei Gründen. Wir könnten hier ein Doppeltop ausformen, wenn es dann tatsächlich bis zur 12.440 geht. Andererseits haben wir hier immer noch eine mögliche SKS mit einer kleinen Schulter, einem Kopf und einer größeren Schulter. Und nach Lehrbuch wäre diese SKS-Formation erst dann technisch ungültig, wenn die rechte Schulter ein höheres Hoch macht als der Kopf. Und der Kopf hat sein Hoch bei 12.435. Also bei 12.435 sollten sie erreicht werden, ist diese SKS-Idee gestorben. Es bleibt aber eben dabei, dass wir nach unten diesen Bereich hier haben, 88 Punkte hoch, der absolut kritisch ist. Warum ist der absolut kritisch? Wenn so ein 5-0-Pattern sich in Bewegung setzt unterhalb 11.938, dann ist das erste Ziel das letzte Tief, nämlich 10.279. Und so ein bärisches 5-0-Pattern ist ein Trendwendemuster. Das heißt, wir haben hier seit 2016 diese Musterentfaltung, die wirklich perfekt gelaufen ist, also über die Bedingungen, über die Fibonacci-Ausdehnungsbedingungen, die erfüllt sein müssen. Das ist alles rund und perfekt gelaufen. Und es ist in der Regel eben, oder im Lehrbuch, ist so ein bärisches 5-0-Pattern ein Trendwendemuster. Und das würde bedeuten, dass wir in so einem Fall eben wahrscheinlich nicht bei der 10.279 Halt machen würden, sondern es könnte deutlich tiefer gehen und es könnte auch die 8.696 getestet werden aus 2016. Das sei nur mal gesagt, wir sind da ja nicht, wir sind einige Pünktchen oberhalb der 11.938, aber auf die gilt es absolut zu achten. Und sollten wir per Tages- oder Wochenschluss, also Wochenschluss wäre mir fast noch sicherer, die 12.440 überschreiten und uns damit deutlich von diesem Triggerbereich des 5-0-Patterns entfernen, ja dann ist dieses 5-0-Pattern möglicherweise ungültig, hat sich selbst kaputt gemacht oder der DAX hat es kaputt gemacht, wie auch immer. Aber die Marken, die ich genannt habe, vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Ja, bevor wir auf den Dow Jones gehen, nochmal, ach ja, Dankeschön, ich habe ein paar Laserstream-Buchungen gehabt. Ich habe ja irgendwie im letzten Ausblick gesagt, ich würde mich freuen, wenn meine Arbeit mal ein wenig honoriert wird. Und 14,99 € im Monat ist ja nur auch nicht irgendwo der Knaller. Ich wollte dazu mal einen kleinen Einblick geben in den Laserstream, wo ich ja neben dem Ausblick, den ich täglich veröffentliche, dann auch mal tagesaktuelle Updates reingebe, wenn es denn sinnvoll ist. Und am Tage des Trump-Tweets, da haben wir am Boden eine mögliche Wolf-Wave ausgemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Schön in den Überschussbereich reingegangen. Das war hier bei 11.875 und hier war es ja noch ein Dreifachboden. Da waren wir also in diesem kritischen Bereich, den ich eingangs nannte. Und ich glaube fast, wenn dieser Trump-Tweet nicht gekommen wäre, dann hätte DAX möglicherweise noch den Abraucher gemacht an der 11.850. Aber dazu habe ich dann eben im Blog geschrieben, die blaue ABC innerhalb der möglichen Wolf-Wave im Minutenchart ist absolviert und der Überschussbereich gemacht. Chance für die Bullen hier, sonst wird sich DAX mit der brandgefährlichen 11.850 auseinandersetzen. Das war um 14.52 Uhr, also lange vor Herrn Trump.
Und um 15.40 Uhr schrieb ich, DAX wird die Wolf-Wave, oder DAX versucht die Wolf-Wave zu aktivieren. Die grüne Ziellinie verläuft bei 12.010 steigend im M5. Da haben wir gesehen, dass der DAX hier die Biege machte und die untere Trendlinie dieser Wolf-Wave wieder angelaufen hat und dann die Wolf-Wave L5 im Ziel, das war 16.14 Uhr. Da sind wir dann auf die 12.010 gestiegen und das sind ja doch immerhin auch ein paar Pünktchen gewesen von, ich glaube, 11.870, dann mal schnell hoch zur 12.010. Das heißt, diese Updates gibt es auch im Leserstream und selbstverständlich und ausführlicher im Blog, im Premium-Blog. Ja, und bevor ich das vergesse, wer noch nicht so super fit ist im Traden und hier und da noch ein paar Probleme hat, der schaut sich vielleicht mal dieses Video an. Das habe ich vor einem Monat veröffentlicht. Da geht es um die Psychologie des Tradens und Money Management. Das ist also eher etwas für Leute, die weniger als 5 Jahre im Markt sind. Und ich glaube, dass das irgendwie ein paar Denkanstöße geben kann. Und da ist keine Werbung drauf geschaltet. Ich verdiene da also nichts. Ich propagiere es also nicht, weil hier irgendwie dann der Rubel rollt. Gut, schauen wir in den Dow Jones hinein, eine ähnliche Nummer. Da hatte ich in der vorletzten Woche gesagt, Ziel wäre der Bereich 25.514 zur grünen 200 SMA. Da ist er hingelaufen und jetzt hat er eigentlich wieder mit seiner Mob-Zone zu tun, nicht? Hoch Dezember 25.89 zu Hoch November 26.277. Immer wieder umkämpft gewesen, drüber aufgesetzt, diese drei Kerzen damals, auch ein absoluter Brüller, mit dem Gap dann wieder raus, Aufsetzer, wieder rein. Ja, und jetzt ab Montag, da ist er in ähnlichem Zugzwang wie der DAX mit der 12.330 und das ist für den Dow dieser Bereich 25.89. Und wir sehen, er ist an der grünen 200 SMA, die verläuft am Montag bei 25.422. Einmal, zweimal, dreimal hat die gestürzt, gemeinsam mit dem Mindestretracement der Anstiegsstrecke seit Dezember. Das Tief war ja 21.712, das Hoch 26.689. Das heißt, das 23er ist die bullischste Konsolidierung, die es gibt. Und wenn es von hier aus wieder nach oben stiege, über die 26.700, wo er sich ja auch mehrfach den Kopf gestoßen hat, ja, dann würden wir wirklich einen bullischen Ausbruch sehen und diese mögliche ISKS, also eine bullische Schulter-Kopf-Schulter-Formation, könnte sich nach oben auflösen und dann hätten wir als erstes Ziel tatsächlich 27.965 und als großes Ziel sogar 29.564. Ob das logisch ist oder nicht, ist unwichtig. Wichtig ist in der kommenden Woche, ob er diese Zone überwinden kann. Und sofern er es kann, wird die Runde 26.700 eben wichtig, weil einmal, zweimal, dreimal den Kopf gestoßen. Und zur Unterseite, sofern er in diese Zone aus Hoch November und Hoch Dezember gar nicht mehr hereinkommt, weil ihn möglicherweise die rote 50 SMA jetzt blockiert, und die hat ihn nämlich wie im DAX, als hier die Biege gemacht wurde, gestürzt, gestürzt, gestürzt. Und manchmal werden solche gleitenden Durchschnitte dann auch zu einem Widerstand. Hier haben wir es schon gesehen, das war der 8.5., da ging es mit Karacho durch. Am nächsten Tag der Versuch wieder drüber zu kommen, gelang nicht. Dann fiel er aus dieser Zone heraus, hat es nochmal hier probiert und dann ging es mit einem ganz kräftigen Gap Down nach unten zur 200 SMA. Und hier sehen wir ja Köpfchen angestoßen, Köpfchen angestoßen. Also 25.89 bis 26.277 und die rote 50 SMA am Montag im Bereich 26.070. Oberhalb bullisch, unterhalb kann es hier einen weiteren Test geben und möglicherweise dann auch ein Abrutscher zum 38er Retracement und zu der Marke, wo Herr Powell von der Fed eine Kehrtwendung machte. Und die Zinserhöhung, die er eigentlich auf Autopilot gestellt hatte, dann auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschob. Und das gab natürlich ein kräftiges Gap-Up und dann diese Bewegung, die hierhin führte. Also, ich denke mal, es wird deutlich, dass DAX und Dow in ähnlichen Situationen sind. Und wir schauen uns dann nochmal kurz den S&P an. Das ist ja das bullische Descending Broadening Wedge, also eine
trompetenartige Öffnung, die sich aber nach unten öffnet. Also eine Trompete würde ja eher auf der waagerechten arbeiten. Punkt 1, 2, 3, 4, 5. Ausbruch mit einem Verabschieder. Und die Zone, die wir uns hier im Dow Jones angeguckt haben, aus Hoch November und Hoch Dezember, das wird vollkommen deutlich angelaufen, angelaufen. Kein Durchstoß, kein Durchstoß. Wieder runter. Erneut der Kampf. Hier rein, hier rein, hier rein. Und was haben wir hier? Also perfekt, da geht es ja eigentlich gar nicht mehr. Das ist hier der Montag und der Dienstag gewesen. Aufsetzer auf die 2800, noch ein Aufsetzer und das ist eben das Hoch aus 2018 gewesen. Und auch der Mittwoch spricht Bände, denn hier am Dienstag ging es dann mit Karacho wieder nach oben raus und im Tief wurde die 2816 nochmal verabschiedet. Und damit ist auch im S&P eigentlich klar, es geht zur Oberseite, deckelt die 2954 und möglicherweise auch die Runde 2900, die hat ja auch noch ihre Bedeutung. Und zur Unterseite ganz eindeutig 2816 zu 2800. Rauscht es also hier durch, dürfte auch hier die Konsolidierung tiefer laufen. Und wir können uns nochmal einen zweiten S&P-Chart, auch Tageschart angucken, denn wir haben eben nicht nur das Descending Broadening Wedge, sondern wir haben hier auch ein mögliches Broadening Top. Das ist aus Tagessicht nicht unbedingt eine bärische Figur. So ein Broadening Top kann eine Konsolidierung über viele, viele, viele Tage sein. Aber manchmal sind sie dann eben auch, deswegen heißt es Broadening Top, Anlass dafür abzustürzen. Wir haben die 1, die 2, die 3, die 4 gemacht. Die 5 fehlt eigentlich noch oben. Und an der 5, wir haben hier eine ähnliche Situation wie im Dow Jones, 29. April, das Hoch war 2949, 2948, 2954, 2947. Also dieser Bereich hier, diese 1, 2, 3, 4 Kerzen, wichtig, 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 2954 nach oben und hier sehen wir die andere Zone eben und das, was wir im Moment eben einfach berücksichtigen müssen. Die Oberseite dieses Broadening Tops liegt im Bereich um 3000, ein bisschen drüber, also 3010, 3012. Und ja, es wird die Frage sein, ob die geopolitische Lage, das ständige Tweeten von Herrn Trump noch weiter wirkt. Also bekommt er den S&P über die 3000 getweetet oder setzen sich irgendwann gewisse Realitäten durch? Müssen wir mal schauen. Ich habe vorhin schade, ich hatte mir das eigentlich irgendwo zurechtgelegt, aber ich weiß nicht mehr wo. Da las ich irgendwie, ach ja, versöhnliche Töne. Und zwar konnte man auf Guided News lesen, das US-Handelsministerium erwägt, bald einige Sanktionen gegen Huawei zu lockern. Damit könnten Firmen und Personen, die über Huawei-Ausrüstung verfügen, Zeit eingeräumt werden, um die Zuverlässigkeit ihrer Kommunikationsnetzwerke zu gewährleisten. Also, ich habe den Eindruck, dass Herr Trump langsam merkt, dass er mit den Chinesen nicht unbedingt Opfer vor sich hat, denn die treten zunehmend selbstbewusster auf, was ja bei einem Präsidenten wie Trump wahrscheinlich auch die einzig richtige Art ist. Aber es wurde eben auch auf gleichem Kanal gemeldet, dass China stellt sich im Streit zwischen dem Iran und den USA auf die Seite Teherans. China lehnt entschieden die von den USA erlassenen unilateralen Sanktionen ab, wie Chinas Außenminister mitteilte. Bedeutet also politisch nicht unbedingt Entspannung und möglicherweise auch wirtschaftlich nicht. Und insofern kann natürlich oder können die Märkte DAX, Dow, S&P weiter ansteigen durch Tweets, durch wie sagt man das, begünstigende Zentralbankpolitik, durch alles Mögliche. Aber die Frage ist eben einfach, wann kommt Realität in die Märkte und manchmal passiert es schneller, als man denkt. Insofern dieses 5-0-Pattern, ich prognostiziere keinen totalen Absturz, aber ich sage eben einfach, die Marken sind ernst zu nehmen und ich mache es ja manchmal wie eine Schallplatte mit Sprung, indem ich mich wiederhole. Zur Oberseite 12.440, nach unten 11.938 und 11.850. Und hier zwischen kann DAX sich
austoben. Gut, jetzt habe ich ganz vergessen, im Dow Jones noch die Wochenergebnisse zu zeigen. Wir sehen hier keine Vola-Ausdehnung gegenüber der Vorwoche. Das Volumen eigentlich auch nicht allzu besonders. Der Pivotpunkt am Montag bei 25.790 und der kommenden Woche bei 25.648. Die Differenz zum Vorwochenschlusskurs 25.942 betrug minus 178 Punkte. Und die Differenz zum Monat, also Schlusskurs 30. April bei 26.592, zum aktuellen Schlusskurs vom Freitag 25.764, minus 829 Punkte. Also da hat der DAX sich deutlich besser geschlagen. Ja, und Aktien mache ich diese Woche nur eine. Da wollte ich nochmal Tesla zeigen, die ich seit, weiß ich nicht, 4, 5 Wochen bespreche. Da ging es ja um diese elendig lange oder langweilige Seitwärtsphase, wenngleich wer das swingend getradet hat oder traden konnte, der hat Geld verdient. Aber interessanter ist eigentlich, dass hier am Punkt 4 an der zweiten Berührung, das ist irgendwo im Bereich Ende Februar gewesen, habe ich gesagt, hier droht sich eine Wolf-Wave anzuentwickeln und das Ziel wäre der Überschussbereich unten. Und das war ja immerhin so der Bereich 317 und wir stehen jetzt bei 211, wenn IG Markets nicht lügt. Und damit sind wir, nachdem wir hier die 5 angelaufen haben, und ich habe im letzten Wochenendausblick ja gesagt, wir sind hier minimal in diesen Überschussbereich reingelaufen und dies hier könnte darauf deuten, dass wir uns auf dem Weg zur oberen Keiltrendlinie befinden, aber dass es deutlich besser wäre und das sind die schöneren Wolf-Waves, wenn es eben in den Überschussbereich hineinginge. Und das hat Tesla nun, warum auch immer, getan. Und dieser Überschussbereich, der darf also, sofern Sie das ausdehnen wollen, im Laufe der Woche auch gerne noch bis 200 und wenn wir mal bis zum Freitag gehen, bis 197 laufen. Und dann wird sich entscheiden müssen, ob Tesla die Kurve nach oben kriegt. Das, was ein bisschen kritisch ist, diese Marke, oft genannt 232,26, ist das 61er Retracement aus dem Wochenchart. Das ist also eine wichtige Marke. Und sofern Tesla wieder bullisch eindreht, wird es meiner Meinung nach irgendwie wirklich gute News geben müssen, um über diese Marke rüberzukommen. Denn man sieht es hier, das ist der Anstieg seit Tief Februar 2016. Das ist also auf Wochenbasis ein deutlicher Bruch unter die 61er Marke. Und der letzte, aus Fibonacci-Sicht, der letzte Fallschirm, der sich hier noch bietet, das ist die 195. Und wie wir eben gesehen haben, wenn wir hier so 201 runtergehen, also die 195, die würde noch einigermaßen in dieser Woche mit dieser Überschuss- oder beziehungsweise in diesem Fall natürlich Unterschusszone passen. Wenn aber das 76er Retracement auch noch verloren ginge bei 195,09, dann ist Holland in Not. Denn dann könnte man unter Umständen davon ausgehen, dass Tesla langfristig Probleme bekommt, wir also eine Art Topping-Formation kriegen, die vielleicht hier nochmal aufsetzt, einen kleinen Bounce macht, nicht mehr über die 232 kommt und dann tatsächlich das letzte Tief anläuft bei 135. Über 232, deswegen, das ist wie in den Indizes, wir haben hier bullische Möglichkeiten als auch bärische. Die bärische Möglichkeit wäre eben einfach, dass sich diese Bewegung, nachdem hier vielfach ausgetoppt wurde, fortsetzt, Bounce runter auf die 135. Und wenn wir in den Tageschart schauen, dann haben wir dort eine bullische Wolf-Wave, die also deutlichst höhere Ziele hat. So ginge es also hier wieder nach oben, warum auch immer. Da muss man dann auf die News vertrauen, die da kommen, oder auf wirtschaftliche Entwicklungen. Aber ginge es eben hier nach oben und über die obere Trendlinie hinaus, wir haben eben im Minutenchart M5 die Wolf-Wave gesehen im DAX. Dann zieht es nach oben und ja, dann kommen wir irgendwie easy in den Bereich 350, 360. Sicherlich nicht in 5 Minuten, denn das ist ja ein Tageschart hier, aber diese beiden Möglichkeiten bestehen.
Gut, ja, das war es eigentlich auch schon. Ich wünsche allen noch weiterhin ein schönes Wochenende und wie gesagt, ich freue mich über Laserstream-Buchungen und ärgere mich über Marken, die mir ab und zu geklaut werden und auf anderen Kanälen dann als The Next Big Thing genannt werden. Aber so ist das Leben. Also, wir hören und sehen uns. Viel Spaß und tschüss.